30 lange Jahre war er die unverzichtbare Säule der Deutschen Post, bis ihm wegen Überqualifizierung gekündigt wurde. Nun sind die Tränen getrocknet, er hat sich zu neuen Ufern aufgemacht, er hat neue Freunde gefunden, neue Inhalte, ein neues Betätigungsfeld. Bitte begrüßen Sie den Mann mit dem grünen Polunder, Hans-Hermann Thielke ist bei uns. Lieber Herr Thielke, Sie kommen aus Itzehoe, dem, wenn ich das so sagen darf, dem New York des Nordens. Die einen sagen so, die anderen so. Cool. Und haben sich, nachdem die Post Sie, sagen wir mal, nicht mehr verwenden konnte, haben Sie jetzt sich eine Tätigkeit als Coach aufgebaut und als Lebensberater? Ja. Was können Sie, das läuft gut. Was können Sie berichten? Also wir hatten viele Zuschriften, es waren auch viele Frauen dabei und es war eine dabei, die habe ich nochmal rausgesucht, die hat sich also wirklich, ich möchte mal sagen, die hat ihre Wünsche klar formuliert. Ich möchte das kurz mal vortragen, was sie geschrieben hat. Sie hat geschrieben: Lieber Hans-Hermann Thielke, habe Sie im TV gesehen. Sie Seerose auf dem Tümpel meiner Begierde, Sie Astloch am Baum meiner Träume, Sie sind die Natter im Terrarium meiner sexuellen Fantasie. Erlösen Sie mich, holen Sie mich nach Itzehoe, Ihre Gerda. Ja, die müssen Sie natürlich erst mal sehen. Das ist ja klar. Ich selbst habe zum Beispiel gerade erst kürzlich, nur mal als Beispiel, für mein Auto eine Garage angemietet. Also ich bin ja ledig, also eine Einzelgarage. Also eine Einzelgarage für ledige, also lediglich eine Einzelgarage. Die gesamte Einzelgarage kostet mich monatlich 60 Euro Kaltmiete. Und meine Nachbarn, die Kratzkes aus dem Hochparterre, die haben eine Doppelgarage. Die sind verheiratet, beide verheiratet. Und die zahlen also im Verhältnis 80 Euro. Das ist günstiger. Im Verhältnis, das kann man sich ausrechnen. Das ist ein Unterschied im Verhältnis von 20 Euro. Das ist ein einfacher Dreisatz. Da ist man zu zweit einfach günstiger dran. Zu zweit ist man immer günstiger dran. Was man auch kauft, das fängt an bei den Lebensmitteln. Großpackungen sind billiger. Oder beim Fernsehen, Kabel. Wenn sich da so eine Sendung zu zweit angucken, da gucken sie fast umsonst. Wenn man da so ganz alleine davor sitzt, so viel kann man allein gar nicht gucken, dass sich lohnt.